Ich begrüße Sie zur siebten Satire. Diese Satire ist kürzer als diejenigen, die ich bisher eingesprochen habe. Und ich dachte zuerst, sie sei einfacher. War aber nicht. War genauso schwierig. Ich habe mir deswegen auch mal den neuesten Cambridge-Kommentar gekauft dazu, aber war ja auch nicht viel erhellender als manche anderen Kommentare. In dieser Satire wird eine lustige Begebenheit beschrieben, ein Witz, der sich in Kleinasien im Jahr 43 zugetragen haben soll, bei einer Gerichtsverhandlung, der Brutus vorsaß, der damals sich zum Statthalter von Asien aufgeschwungen hatte. Man kann vermuten, dass Horaz nicht dabei war, aber doch die Geschichte aus dem Kreise des Brutus schon gehört hatte. Also ich halte diese Begebenheit anders als andere für real. Der Hintergrund dieser Satire ist dann noch eine Satire des Lucilius, der im zweiten Buch einen Prozess zwischen Scaevola und Titus Albucius beschrieben hatte, relativ ausschweifend. Und man hat den Eindruck, dass Horaz dies einfach mal in verknappter Form auch ausprobieren wollte. So viel vielleicht noch vorweg. Es geht in dieser Satire um eine Auseinandersetzung zwischen einem Antizäsarianer, der hieß Publius Rutilius Rex. Der war zunächst Prätor und dann von den Triumviren im Jahr 43 proskribiert worden und war dann zu Brutus nach Asien geflohen. Also dieser Italiker, das lernen wir gleich noch ein bisschen mehr kennen, hatte dort eine Gerichtsauseinandersetzung mit einem einem Hybrider, wir werden gleich sehen, was das ist, namens Persius. Los geht's. Pro scripti regis rupili pus atque venenum hybrida quo pacto sit Persius ultus opino omnibus et lipis notet tun soribus esse. Ich meine, Opinor, es ist allen Triefäugigen und Friseuren bekannt, auf welche Weise Persius das Mischblut in Anführungsstrichen gerecht hat, heimgezahlt hat, den Eiter und das Gift des proskribierten Rupilius Rex. Erstmal nochmal zur Konstruktion. Man muss den Satz von hinten tatsächlich übersetzen. Im Geschrieben ist er nämlich andersrum. Erstmal so eine Kopfzeile. Die geht bis hier, das macht Horaz gerne. So, vorweggenommen, das, was im Grunde genommen in den Quo, dies gehört in den Quo Pacto-Satz rein und ist proleptisch gestellt. Ne? Quo Pacto, Persius sit ultus, pus atque venenum proscripti regis rupili proscripti. Und Sie sehen, auch da ist das noch nach links vorgestellt, damit der möglichst an den Anfang kommt. Und dann opinor, jetzt kommt der Hauptsatz. Ich denke, es ist allen bekannt. Und dann von dem Notum
esse, hängt dieser indirekte Fragesatz quo pacto sit dann erst ab. Also, opino, ich denke, ACI, alles bekannt, dann der indirekte Fragesatz quo pacto und in diesen quo pacto Satz gehört das noch rein. Und dadurch wird es natürlich beim Übersetzen so ein bisschen umständlich. Aber natürlich, der Name hier an den Anfang gestellt, hier mal schön an den Schluss gestellt, nicht der Gegensatz. Jetzt Eiter und Gift, wir würden sagen Gift und Galle. Und jetzt Perseus ist ein, ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man sich zu Rassen, Stereotypen äußern muss. Perseus war wahrscheinlich trotz des lateinischen Namens ein Griech, eine Person, die von einem italienischen Vater und einer griechischen Mutter abstammte und deswegen Hybrida genannt. Aber es könnte auch ein Kognomen sein. Jedenfalls hat es Herr Beert angenommen. Es gibt nämlich dieses Kognomen in der Tat. Natürlich ist das Ganze hier, so wenn man das mal sieht, ziemlich aufgedonnert. Rex, schon um den Namen Rex geht es im Endeffekt auch. Es geht um, wird so getan, als ob es um was ganz Königliches geht. Auch Perseus ist ja ein Königsname, wissen Sie ja. Und hinterher wird dann die Luft rausgelassen. Die wird eigentlich schon hier rausgelassen durch dieses Hybrida. Also es ist schon zeigt, okay, es geht hier nicht um zwei Könige, sondern es geht hier um irgendeinen wurschtigen Prozess vor dem Prätor oder vor dem Prokonsul, war es ganz exakt gesagt, Brutus in Asien. Lernt man ja dann noch. Pus atque venenum. So, dazu nichts mehr. Nein, aber hier Lippis und Tonsoribus. Also der Friseur, beim Friseur erzählt man viel, da sitzen viele Leute rum und deswegen kennen auch schon viele Friseure diese Geschichte. Ist ein bisschen heute noch so, jedenfalls war das so, als ich noch zum Friseur ging früher, jetzt brauche ich das nicht mehr, war das so, dass man da immer was erzählt bekam. Und natürlich Triefäugige sind Leute, die unter einer Entzündung der Netzhaut leiden und die gehen häufig zum Arzt und beim Arzt erfährt man genauso viel. Und deswegen hier natürlich bei der Patient, weil Horaz auch sich als Lippus bezeichnet hat in der Satire 5, nämlich kann man den schon als Lippus kennenlernen und deswegen kennt er natürlich, will er sagen, kenne ich natürlich auch diese Geschichte. Der Erzähler führt sich auf diese schräge Weise ein. Und jetzt werden uns die Protagonisten vorgestellt, aber das Ganze passiert natürlich auch in etwas verschobener Form, denn das ist der Witz der Satire, dass es so also ein bisschen auch wie so eine umständliche Geschichte erzählt wird, die man beim Friseur hört, die nicht immer so ganz konsequent erzählt wird. Mal wird ein Einschub gemacht, das sehen wir gleich noch. Und dann natürlich mit allen Regeln der Kunst schriftlich bearbeitet ist. Perseus hic per magna negotia dives habebat clazomenis. Et iam litis cum rege molestas. Dieser Perseus, den wir jetzt gerade kennengelernt haben, der hatte sehr große Geschäfte, dives, als ein reicher Mann in Clazomenai. Das ist in Ionien an der kleinen asiatischen Küste, also in der heutigen Türkei.
Und er hatte nunmehr, ja, Molestas litis, lästige Auseinandersetzungen mit dem Rex. Jetzt blätter ich um. Es ist die Apposition, die zu Persius gehört. Durus homat quodio qui posset vincere regem con fidens tumidus adeos sermonis amari si sennas varus ut equis praecorreret albi. Ein harter Mann, im Englischen wird es übersetzt, a tough guy, tough, ein harter Mann. Und so, dass er den Rex übertreffen konnte in puncto Hass oder diesem Verhalten. Confidens, ja, frech, traut sich eine Menge zu. Tumidus, aufgeblasen und so sehr von bitterer Rede, dass er Leuten wie Sisenna und Varus mit weißen Rossen voraneilte. Okay, jetzt noch was zur grammatischen Konstruktion. Dieses Odio gehört natürlich in den Qui-Satz rein. Der Konjunktiv, den habe ich konsekutiv ausübersetzt und ein solcher Typ, dass er winkere, natürlich hier auch schon winkere besiegen erstmal, aber hier im Sinne von übertreffen und Odio habe ich dann als Ablativus Respectus dazu gezogen. Dann wird weiter auferzählt und hier ist so eine kleine Trick in dem Vers. Wenn man das jetzt so liest, dann fällt es einem zunächst vielleicht sogar nicht weiter auf, aber hier Tumidus ist lang. Und eigentlich, Sie sehen, es ist weder eine Naturlänge, also Tumidus ist ein kurzer Vokal, und es ist auch keine Positionslänge eigentlich, weil ja nur ein S folgt. Und Sie sehen, viele Editoren setzen es in den Text, aber es gibt eben auch die Überlieferung tumidusque, die das Ganze dann, die den ganzen Anstoß da beseitigt. Und nun ist die Frage, ob man da entweder eine metrische Lizenz annimmt oder nicht. Und wenn man die Parallelen in Horaz selbst mustert, gibt es dafür keine genaue Parallele. Muss man ehrlich sagen. Es gibt eine bei Tibull und man muss sich natürlich fragen, ob nicht in der einen Handschrift oder die Handschrift dort einfach nur was ausgefallen ist. Wenn man nun denkt, die metrische Lizenz ist zulässig, dann muss man sich überlegen, warum er das gemacht hat. Der konnte ja perfekt schreiben. Man könnte sich vorstellen, dass das natürlich zu dem Tumidus ein langes S, dann passte, dass das so ein bisschen aufgeblasen klingen sollte. Aber wie gesagt, die Parallelen sind nicht überzeugend und ich bin immer unsicher, ob ich jetzt Tumidus oder Tumidus gehöre, aber Sie wissen jetzt, worin das Problem besteht. Ich bin unsicher, was ich da machen würde. Dann ein hier hinten der Genitivus Qualitatis, von dem und dann Adeo, von dem dieser Ut-Satz abhängt. Wieder, Sie sehen immer diese Vorstellung, die uns Kummer bereitet hier, die muss hier rein, das muss hier rein
in den Utsatz. Und dann im Plural, wenn eine Person einen Namen in den Plural tritt, dann heißt es immer Leute wie. Also Leute wie Sisenna, Leute wie Varus. Deswegen an dieser Stelle der Plural, Sisenna und Varus kennen wir nicht. Also insofern ist es wieder einer dieser satirischen Seitenhiebe. Ganz genau, also es muss heißen, der war so, ja, konnte so bitter daherreden, so fies sein, dass er sowohl Leute wie Sisenna und Varus um Längen übertraf. Und hier haben wir das eben ausgedrückt durch eine Metapher, dass er ihn mit weißen Pferden, ja, vor weißen Rossen voraneilte. Da muss man sich überlegen, weswegen diese Metapher gewählt ist. Das tun die Kommentatoren auch. Wir haben leider keine, ja, keine ganz überzeugenden Parallelen, aber es könnte sein, dass weiße Rosse als besonders schnell galten, also der Abstand deswegen relativ groß war. Das könnte es hier, könnte es gewesen sein, weswegen es steht. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt hier. Ruft er sich so zurück. Ad rigem redio. Jetzt muss er ja wieder, nachdem er so lange über den Perseus erzählt hat, sich auf den Rex zurückkommen, aber gleich, das sage ich Ihnen schon mal voraus, ich übersetze das nicht mehr, unterbricht er sich schon wieder. Also er tut so, als ob er es gar nicht schafft, diese Geschichte konsequent zu erzählen. Und da ich ja die Einheit immer etwas kürzer halten wollte, ich habe ja gelernt, man muss immer maximal 5 Minuten machen, das schaffe ich hier nicht ganz, höre ich heute hier auf und stelle Ihnen dann, weil es auch jetzt dann wirklich einfach mal ein durchgängiges Übersetzen braucht, die nächsten Zeilen, die nächsten Verse in der nächsten Sitzung vor. Also schon mal tschüss.